Alles begann mit einer winzigen Veränderung auf unserem Planeten. Zuerst bemerkten die Menschen, dass der Mond etwas heller und größer war. Aber niemand achtete darauf. Der Mond beeinflusste die Gezeiten auf der ganzen Welt. Das Wasser überflutete die Strände, aber das war keine Tragödie. Viele Fische kamen an die Küsten. Man fand dort Riesentintenfische, Anglerfische und andere Kreaturen, die sonst in der Tiefsee leben. Jeden Tag passierten neue merkwürdige Dinge. Die Vögel flogen im Winter nicht mehr in den Süden. Sie sammelten sich in großen Schwärmen und flogen ziellos durch die Städte. Der Mond half ihnen früher, sich zu orientieren, und jetzt wussten sie nicht mehr, wohin sie fliegen mussten. In den endlosen Gewässern der Ozeane bemerkten Schiffskapitäne, dass ihre Kompasse unzuverlässig waren. Die Nadel zeigte in andere Richtungen, da die Magnetpole der Erde sich verändert hatten. Die Menschen merkten, dass der Mond sich aus irgendeinem Grund der Erde näherte. Die Schwerkraft des Mondes beeinflusst unsere Schwerkraft. Das beeinflusst auch den Klimawandel, das Verhalten aller Tiere und das Magnetfeld. Jetzt regnet es in den trockensten Gegenden und wird in den kältesten Zonen heiß. Auf dem ganzen Planeten gehen Ökosysteme zugrunde. Menschen, die in der Nähe von Wäldern leben, hören die ganze Zeit Wölfe heulen. Der Mond macht sie wahnsinnig. Der natürliche Satellit der Erde wird immer größer und immer heller. Noch ist nichts Schlimmes passiert. Die Menschen sind nicht panisch, weil sie nicht glauben wollen, dass das Ende kommt. Aber eines Tages erreicht die Situation einen kritischen Punkt. Ihr lauft die Straße runter und hört Musik und in dem Moment schubst euch jemand. Okay, vielleicht ist der Typ spät dran. Ihr lauft weiter und eine Frau, die auf euch zukommt, rempelt euch an. Tut mir leid, sagt sie und geht weiter. Ihr seht die Angst in ihren Augen. Ihr schaut nach vorne und seht Menschen, die auf euch zurennen. Ihr nehmt eure Kopfhörer ab und hört Schreie und Sirenen. Menschen verlassen ihre Autos und rennen weg. Hunderte von Möwen sind am Himmel zu sehen. In dem ganzen Chaos hört ihr ein merkwürdiges Geräusch. Es hört sich an wie Wasser. Wie ist das möglich? Ihr seid im Stadtzentrum, ein paar Kilometer von der Küste entfernt. Aber ihr habt keine Zeit zum Nachdenken. Ihr bemerkt eine riesige Welle, die die Straßen überflutet, und sie kommt direkt auf euch zu. Ihr rennt in ein Gebäude und eilt in den 10. Stock. Von hier aus beobachtet ihr, wie das Wasser die Stadt füllt. Der starke Strom spült alle Autos, einstöckigen Gebäude und Bäume hinfort. Im Wasser seht ihr einen Hai und andere Fische. Menschen verstecken sich in Häusern und auf den Dächern. Innerhalb weniger Minuten ist eine Katastrophe eingetreten. Der Fernseher in dem Gebäude, in dem ihr euch versteckt, funktioniert noch. Ihr erfahrt, dass es auf der ganzen Welt Überflutungen gibt. Riesige Tsunamis zerstören Küstenstädte. Viele Städte sind vom Erdboden verschwunden. Der Mond ist der Erde zu nah und massive Fluten sind erst der Anfang. Der Mond fliegt um die Erde und hilft so, sie auf ihrer Achse zu halten. Er sorgt für Klimastabilität und hilft bei der Entwicklung von Lebewesen. Doch jetzt ist das Gleichgewicht gestört. Der Mond nähert sich und verändert die Schwerkraft unseres Planeten. Die Erde kann sich leicht neigen und dadurch weltweit enorme Fluten auslösen. Stellt euch vor, ihr habt ein rundes Glas Wasser in der Hand. Neigt es etwas? Seht ihr, wie die Flüssigkeit von der einen zur anderen Seite schwappt? Das passiert jetzt mit den Ozeanen. Aber der Mond nähert sich uns nicht nur. Er fliegt um den Planeten und kommt mit jeder Umrundung näher. Das verursacht laufend in verschiedenen Gegenden der Erde Naturkatastrophen. Gerade überfluten die Ozeane eine Seite und in ein paar Stunden eine andere. Bald seht ihr, wie das Wasser aus den Straßen ins Meer zurückläuft. Aber am Ende des Tages könnte es erneut Überschwemmungen geben. Moment mal, ihr bemerkt, dass es schon Abend ist. Der Himmel ist dunkel geworden, was merkwürdig ist, denn es ist erst 15 Uhr. Der Mond verändert die Rotationsgeschwindigkeit der Erde und lässt Tage so kürzer werden. Er bedeckt inzwischen fast den ganzen Himmel und erleuchtet unseren Planeten. Ihr seht riesige Mondkrater. Der Mond ist so nah, dass ihr ihn sogar seht, wenn die Sonne noch scheint. An einigen Stellen verdeckt er die Sonne sogar. Das Wasser zieht sich zurück und alle gehen nach draußen. In dem Moment gibt es ein Erdbeben. Die Straßen bekommen Risse und Häuser brechen zusammen. Erdrutsche bedecken die Straße. Auf der ganzen Erde verschieben sich die tektonischen Platten.
stellt euch zwei magnetische Bälle vor, die sich einander annähern. Ein Ball ist der Mond und der andere ist der Erdkern. Was glaubt ihr passiert mit den Schichten über dem Erdkern? Das sind hunderttausende Kilometer der Erdkruste. Und jetzt bewegt sich das alles. Überall auf der Welt tauchen zerstörerische Risse auf. Der höchste Berg der Welt bricht zusammen und wird zu einem Steinhaufen. Der Meeresboden reißt auf und Magma strömt heraus. Vulkane erwachen und brechen aus. Wolken aus Vulkanasche verdecken den Himmel, die Sonne und den leuchtenden Mond. Aber das Schlimmste kommt noch. Eine Kollision ist unvermeidbar. Der Mond fliegt um den Planeten wie ein Ball in einem runden Glas mit einem Loch im Boden. Diese Kraft lässt auf der ganzen Erde Wolken entstehen. Gerade gibt es ein Gewitter, aber in 5 Minuten wird es schneien. Dann wird es Nacht und es beginnt zu regnen. Die Wassertropfen bestehen aus Schlamm und Vulkanasche. Ohne Gasmaske ist es schwierig zu atmen. Der Atmosphärendruck ändert sich ständig. Einige Menschen bekommen schwere Migräne, andere haben Gelenkschmerzen. Doch man hat keine Zeit, über seine Gesundheit nachzudenken. Die Menschheit muss herausfinden, wie sie sich vor der Kollision retten kann. Wenn der Mond auf die Erde aufschlägt, wird ein ganz neues Schwerkraftsystem entstehen. Kontinente werden ihre Form ändern. Sie werden sich zu einer großen Landmasse zusammenfügen oder in Hunderte von kleineren zerbrechen. Die Kraft der Kollision kann den ganzen Sauerstoff in der Atmosphäre verbrennen und den Planeten unbewohnbar machen. Sich unter der Erde zu verstecken, macht wegen der schweren Erdbeben keinen Sinn. Die Menschen entscheiden sich, ihre letzten Stunden mit ihren Liebsten und Familien zu verbringen. Der Mond kommt näher. Er ist jetzt auf der Höhe der Internationalen Weltraumstation und bedeckt den Himmel. Viele Städte liegen aufgrund der Wellen im Schatten. Mehrere Kilometer hohe Tsunamis schlagen auf den Boden auf. Millionen Tonnen von Magma füllen die Meere. Milliarden Liter Wasser verdampfen einfach. Die Feuchtigkeit steigt in die Luft, vermischt sich mit der Asche und zieht in riesigen Kumuluswolken über das Land. Etwa 8 Milliarden Bewohner des Planeten Erde erreichte eines Tages eine schreckliche Nachricht. Einige sahen es im Fernsehen, andere erfuhren es von ihrem Handy, während sie die sozialen Medien durchstöberten. Manche träumten sogar davon. Eine Stimme sagte in allen Sprachen, sodass es auch jeder verstand: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Zuerst die schlechte. Ihr alle seid Figuren in einem YouTube-Video, in dem unser Planet erleben muss, wie der Mond in 2 Hälften bricht. Für die Zuschauer ist das eine hypothetische Situation, doch für euch werden diese Ereignisse zur Realität. Die gute Nachricht ist nur ein Witz. Es gibt keine guten Nachrichten. Aber keine Sorge, die Apokalypse beginnt nicht auf eurem Planeten oder nur eine winzige. Schönen Tag noch. Zunächst verfällt die Bevölkerung in Panik. Ein paar Tage später beruhigen sich alle wieder. Vielleicht war es nur eine Massenhalluzination und dem Mond passiert gar nichts. Doch da entdecken Wissenschaftler eine Gefahr. Ein riesiger Meteorit aus den Tiefen des Alls ist zu uns unterwegs. Er ist extrem schnell und ziemlich flach, hat aber sehr scharfe Kanten. Zum Glück wird er die Erde um ein paar tausend Kilometer verfehlen. Doch der Mond wird nicht so viel Glück haben. Der Meteorit durchschlägt den Erdtrabanten genau in der Mitte. Er durchtrennt den Mond, fliegt an unserem Planeten vorbei und verschwindet wieder im All. In diesem Moment sind alle Augen auf den Himmel gerichtet. Der Meteorit schneidet den Mond exakt in der Mitte durch. Und was nun? Wird die Erde dieses Desaster überleben? Unser Begleiter zerbricht in 2 gleiche Teile. Glücklicherweise fliegen sie jedoch nicht auseinander. Die starke Gravitation des Mondes hält sie zusammen wie ein Magnet. Wissenschaftler sind sicher, dass sich die Teile innerhalb von ein paar Milliarden Jahren wieder vereinen werden und der Mond wieder ganz der alte sein wird. Das Coolste daran ist, dass die Menschen keinerlei Veränderung spüren werden. Die ganze Welt feiert diese guten Neuigkeiten. Die Stimme hat sich geirrt, doch dann taucht ein neues Problem auf. Ein weiterer Meteorit in Form eines Schuhs betritt unser Sonnensystem und nimmt Kurs auf die Erde. Der Weltraumstiefel kickt die eine Hälfte des Mondes weg. Nun bricht der Mond definitiv auseinander. Eine Hälfte bleibt an ihrem Platz, doch die andere rast auf die Erde zu. Ein kleiner Meteoritenschauer aus Mondfragmenten geht auf die Erde nieder. Aber das ist weniger tragisch. Die meisten Brocken verglühen in der Atmosphäre.
Der Rest der zerborstenen Hälfte beginnt unseren Planeten zu umkreisen und bildet einen Gesteinsgürtel. Nun hat die Erde Ringe wie der Saturn. Umherfliegende Fragmente zerstören einige unserer Satelliten. Kommunikation und Internet fallen immer wieder aus. Die Menschheit braucht ein paar Jahre, um diesen Schaden zu beheben. Die internationale Raumstation ist Geschichte. Zum Glück sind alle Astronauten entkommen, ehe die Mondtrümmer sie erwischt haben. Mondgestein fliegt um die Erde und am Nachthimmel steht nur noch ein halber Mond. Anfangs verändert sich das Leben nicht übermäßig. Lediglich die Küstenbewohner bemerken die Konsequenzen sofort. Der Mond beeinflusst die Gezeiten. Während er um die Erde fliegt, verformt er die Ozeane in eine ovale Form. Dort, wo der Mond der Erde näher ist, herrscht Flut. Auf der anderen Seite ist Ebbe. Doch jetzt ist alles durcheinander. Ein halber Mond zieht weniger Wasser an. Der Mond ist nur noch halb so schwer und nähert sich der Erde. Aber seine Gravitationskraft ist deutlich schwächer geworden. Seevögel, viele Fischarten, Meeresschildkröten und andere Küstenlebewesen könnten ernste Probleme bekommen. Ihre natürlichen Instinkte sind eng mit dem Mond verknüpft, wann sie Nahrung aufnehmen, brüten oder in den Süden fliegen. Winzige Schildkröten zum Beispiel erwarten morgens die Flut und laufen zum Wasser. Aber das Wasser kommt nicht und sie werden zu Möwenfutter. Krabben können keine Eier legen, weil die Flut früher als gewohnt gekommen ist. Wölfe im Wald spielen verrückt. Sie heulen jede Nacht und können gar nicht aufhören. Das gesamte Tierreich versteht die Welt nicht mehr. Auch der menschliche Körper bekommt die Folgen zu spüren. Viele Menschen leiden unter zu niedrigem oder zu hohem Blutdruck und Kopfschmerzen. Der halbe Mond verändert das gesamte Ökosystem des Planeten. Die Anpassung an die neuen Bedingungen wird Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte dauern. Ein paar Wochen sind vergangen und die Menschen stellen fest, dass die Tage kürzer geworden sind. Der Mond hat stets die Rotation der Erde gebremst, doch jetzt dreht sich die Erde schneller. Der Abend und der Morgen kommen früher als erwartet. Durch die erhöhte Rotationsgeschwindigkeit dauert ein Tag nun nur noch 15 Stunden. Die Menschen leiden an Schlaflosigkeit und Übermüdung. Überall auf der Welt verändert sich der Arbeitstag. Früher kamen die Leute um 9 und gingen um 18 Uhr wieder. Jetzt wird von 7 bis 14 Uhr gearbeitet. Der Schlaf muss reduziert werden. Aufgrund der geringeren Arbeitszeit wird der Fortschritt ausgebremst. Die Technologien der Zukunft kommen mit 20 bis 30 Jahren Verzögerung. Die Bezahlung pro Stunde bleibt gleich. Die Unternehmen zahlen also weniger für weniger Arbeitsstunden. Der Mond hat auch das Wetter und Klima unseres Planeten stabilisiert. Sieh dir den Mars an. Er hat zwei kleine Monde. Sie rotieren schnell um den Mars und schaukeln ihn ein wenig umher. Folgen sind starke Winde, Sandstürme und Gewitter. Der halbe Mond, der nun in kleinen Teilen um unseren Planeten rotiert, destabilisiert die Erde. Die saisonalen Temperaturschwankungen verändern sich. Mancherorts wird es heißer, in kalten Regionen toben heftigere Schneestürme. Kurze, heftige Niederschläge ersetzen sonniges Wetter. Eine leichte Brise kann schnell zum Hurricane werden und kleine Wellen entwickeln sich zu Tsunamis. Die Jahreszeiten wechseln schneller. Im Winter wird es kälter, im Sommer heißer. Die Veränderung der Erdrotation hat auch Einfluss auf das Magnetfeld der Erde. Da Kompasse und Navigationssysteme nicht mehr einwandfrei funktionieren, müssen wir Nord- und Südpol neu kalkulieren. Vögel können nicht mehr für den Winter in den Süden fliegen, weil sie nicht wissen, wo lang sie fliegen sollen. Ihr innerer Kompass ist kaputt. Viele hundert Jahre sind vergangen. Die Menschen haben sich vollständig an die neuen Bedingungen angepasst. Neue Tierarten haben sich entwickelt. Vögel navigieren nun anhand des Mondes. Die Wirtschaft des Planeten hat sich neu ausgerichtet. Stundenlöhne sind gestiegen. Die Menschen bekommen mit 5 bis 6 Stunden ausreichend Schlaf. Du sitzt im Auto und wartest darauf, dass die Ampel auf grün schaltet. Heute ist es so heiß, dass es scheint, als würde die Stadt bald schmelzen. Du schaust auf die Ampel und bemerkst, dass sie sich verformt.
Sie beginnt zu tropfen. Du traust deinen eigenen Augen nicht, also reibst du sie mit deinen Händen und stellst fest, dass dein Silberring langsam an deinem Finger herunterläuft. Du schreist vor Angst, weil du erwartest, dass das geschmolzene Metall deine Haut versengt, aber es passiert nichts. Die Ampel löst sich komplett auf. Du willst das Gaspedal durchdrücken, aber da ist nur eine Art Flüssigkeit unter deinen Füßen. Der Sicherheitsgurt löst sich von selbst und das Auto sackt langsam zusammen. Du öffnest die Tür und sie fällt einfach heraus. Du eilst aus dem Auto und siehst, wie es langsam schmilzt. Die Räder, die blaue Karosserie, die inneren Details, der Motor, alles wird zur Flüssigkeit. Nur die Reifen, die Plastikteile, die Sitze, der Autoteppich und das Glas bleiben unversehrt. Du hörst Schreie hinter dir und siehst, dass auch alle anderen Autos schmelzen. Du willst es auf Video festhalten, aber auch dein Handy ist flüssig geworden. Du nimmst den restlichen Glasbildschirm und das Plastikgehäuse heraus. Alle Metalle in der Umgebung schmelzen. Straßenlaternen und Bushaltestellen verwandeln sich in eine einzige Masse. Plötzlich wird es ganz still. Autohupen, Autobahnlärm, Sirenen, Auspuffgase und Motorengeräusche. Alles verstummt. Flüsse aus flüssigem Metall fließen die Straßen hinunter und du bist mittendrin. Der Metallstrom reißt die Reifen und andere Autoteile mit. Er schmeißt Menschen um. Dann ertönt ein tiefes, lautes Geräusch. Die Menschen rennen aus den Einkaufszentren, Bibliotheken, Cafés, Wohnungen und Geschäftszentren. Um alle Häuser bilden sich Pfützen. Jedes Gebäude ist mit Metallkonstruktionen, Betonstahl und Beschlägen ausgestattet. All das schmilzt und sickert durch den Beton hindurch. Die Metalle schmelzen langsam, sodass die Menschen Zeit haben, aus der Stadt zu fliehen. Gebäude stürzen ein und wirbeln Staub in die Luft. Kanalisationsschächte fließen nach unten. Das Abwassersystem der Stadt schmilzt. Mit flüssigem Metall vermischtes Wasser fließt in die Straßen. Die Menschen schwimmen in dieser Masse. Sie benutzen Hunderttausende von Gummireifen als Rettungsringe. Ein Typ fährt sogar auf einem Surfbrett. Flüssige Münzen fließen aus deinem Portemonnaie. Hunderte von Geldautomaten in der Stadt schmelzen. Millionen von Geldscheinen versinken in den Metallflüssen. Alle Goldreserven werden flüssig und färben die Stadt orange. Tausende von Briefen schwimmen auf schmelzenden Briefkästen. Alle Rechenzentren, Computer und Server werden Teil des riesigen Metallstroms. Augenblicklich verschwinden alle digitalen Informationen der Welt. Fernseher, Spielkonsolen und Vergnügungsparks schmelzen. Radioempfänger, Telefone, elektrische Leitungen, Kabel- und Internetverbindungen verschwinden. Millionen von Tonnen Metall füllen die Straßen und ergießen sich dann in Flüsse und Meere. Das Wasser bekommt einen dunklen, silbernen Farbton. An nur einem Tag verlieren die Menschen alle modernen Technologien und kehren in die Steinzeit zurück. Metallflüsse überschwemmen die Städte. Die Menschen fliehen aufs Land. Fahrräder, Motorräder und andere Transportmittel sind verschwunden. Die Stadtbewohner sind ohne Strom und ohne alle Dinge, die mit Elektrizität betrieben werden. Aber auch in der Natur ist es nicht sicher. Metalle sind in den Bergen und unter der Erde versteckt. Jetzt werden sie flüssig und verursachen Verformungen im Boden und im Gestein. Manche Berge gleichen einem schmelzenden Berg aus Eiscreme. Erdbeben erschüttern weltweit den Boden. Seismische Aktivität weckt Vulkane auf. Sie spucken eine riesige Menge Lava aus und bedecken den Himmel mit Asche. Vulkanische Magma enthält jede Menge geschmolzener Metalle. Aber jetzt erstarren sie nicht. Um Vulkane herum bilden sich kalte Lavapfützen. Die Menschen müssen nun lernen, unter solchen Bedingungen zu leben. Sie bauen Häuser aus Plastik und Holz und verwenden Seile und Kleber, um die Materialien zu fixieren. Mit Holz und Stein kann man jetzt leicht ein Feuer entfachen. Die Menschen brennen Glas, um es stärker zu machen. Sie stellen Äxte und andere Werkzeuge aus Glas und Stein her. Aber diese Gegenstände gehen schnell kaputt. Du lernst, wie man Bunker baut. Du tröpfelst die Erde und benutzt Holzbretter, um Decken und Wände zu stützen. Fast die gesamte Bevölkerung des Planeten lebt unter der Erde, weil sie sich so im Winter warm halten kann. Aber aufgrund der häufigen Erdbeben ist es nicht möglich, lange so zu leben. Auf den Straßen sind wieder hölzerne Wagen zu sehen. Es treten Probleme mit der Ernte auf. Metalle sickern in den Boden und das stört das Wachstum der Pflanzen. Viele Menschen leben in der Nähe des Meeres. Während eines Erdbebens steigen sie auf Holzflöße oder Schlauchboote und segeln von der Küste weg.
Um große Entfernungen zu überwinden, fliegen die Menschen in Ballons. Sie können sogar in eine benachbarte Stadt gelangen, wenn der Wind sie nicht abtreibt. Es ist unmöglich, einen Brief ins Ausland zu schicken, da es keine Eisenbahnen mehr gibt. Die Menschen machen lange Fußmärsche und leben wie Nomaden. Sie benutzen Brieftauben, um mit Freunden in der Nachbarschaft zu kommunizieren. Es ist schwierig, Lebensmittel zu bekommen und im Winter ohne Strom zu leben. Aber es gibt Hoffnung. Wissenschaftler können den Grund für die Veränderung der Metalle ohne technische Hilfsmittel nicht herausfinden. Aber sie stellen die Theorie auf, dass sich die Metalle auf molekularer Ebene verändert haben. Die Moleküle haben sich voneinander entfernt, was zu einem Schmelzen führte. Um alles wieder in Ordnung zu bringen, muss man die Metallmoleküle wieder näher aneinander bringen. Und dafür braucht man elektrischen Strom. Zum Glück gibt es am Himmel genug davon. Jeden